Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 25.07.2022, damit schon die letzte Juliwoche im Jahr 2022 und unser DAX ist zum Freitag wieder abgetaucht, also das Spiel der letzten, ja, kann man fast sagen, seit Mittwoch, ne? Seit Mittwoch hat sich das durchgezogen, immer wieder von der 3,50 angespielt, nach unten, hoch, runter, zurück, die Bollinger-Bänder verengen sich ungemein, kündigt in der Regel dann Ausbruchsbewegung an. Und wir können ja auch festhalten, dass wir letzte Woche Montag und Dienstag eigentlich den Hauptantrieb hatten, ne? Und unser DAX Mittwoch, Donnerstag, Freitag eigentlich nur zur Seite abgelümmelt hat. Ja? Soll heißen, dass wir theoretisch jetzt zum Montag, Dienstag nochmal ein bisschen Schubkraft kriegen könnten. Wir haben natürlich noch immer unten auch Potenzial, hier diese 13,60, 13,20 nochmal einmal auszuheben, wenn er da ein bisschen Schwäche reinkommt. Könnte sich daraus auch wieder nach oben reaktivieren, muss aber schon ein bisschen aufpassen, also schon fast eher 13,60 als 13,20, weil das bleibt, ist eine Flagge geblieben halt, ne? Also auch wenn das vorher schon eine war, es wird ja immer flacher, was die Hochs angeht, das heißt, ein Tief sollte hier auch relativ flach daneben erfolgen, um gut nach oben rauszukommen. Und ansonsten bleibt alles wie gehabt halt, ne? Wir brauchen den dann wieder über 280, 300 klar drüber stehen, stolz drüber stehen, sich auch mal von oben abstoßen. Dann kommt er auch weiter und kann hier die nächsten Ziele anpeilen, die noch immer bei 4,45 und bei 5,50 liegen. Die gelten jetzt auch zum Montag weiter, damit eigentlich unveränderte Betrachtung. Und wie gesagt, auf der Unterseite ist eigentlich auch gleich. Wir haben noch immer diese 13,60, 13,20. Wie gesagt, 13,60 fände ich ein bisschen, wenn die 13,60 schön nach oben zuckt, ist das ein besserer Long-Versuch noch, wie wenn er dann auf 13,20 steht, weil ich sag mal 13,20, das kann auch leicht noch hier auf so eine 12,985 hinauslaufen. Und wenn er dort steht und das nicht so richtig gefangen kriegt, ist er auch 12,69. Das wird dann ganz schön, das wird schon ganz schön starklich hier unten. Und wäre dann auch eigentlich schon fast eine Umkehr nach unten, weil er dann die Flagge nach unten verlässt halt, ne? Das heißt, ich würde ihn eigentlich am liebsten oberhalb von 13,60 dann wieder nach oben drehen sehen, wenn er denn schwach reinkommt in den Montag. Kommt er super rein, würde er sich natürlich überhalb von, ja, ich sag mal 3,50 dann auch wieder nach oben raus aktivieren können. Das bleibt weiter und verändert gültig. Wir können auch kurz in den Tageschart reingehen. Die Kerze müsste ziemlich interessant aussehen, so wie jetzt hier der Tageseröffnung und der Tagesschluss liegt. Wir hatten nämlich mal vor ein paar Tagen durchgesprochen, dass wir ja vom oberen Band uns durchaus auch wieder zum unteren Band runterangeln können auf der Ebene, weil wir ja noch immer im aktiven Abwärtstrend sind. Und ich sag mal so, der verweigert es schon ordentlich, oben aus dem Band rauszugehen im Tageschart. Ne? Das ist sichtlich erkennbar, woran er sich hier stört. Halt, ne? Er kommt am Band einfach nicht raus. Und das Band aufzudrehen braucht er natürlich, um A, einen Trend zu wechseln und B, um wieder auch Übertreibungsfähigkeit nach oben zu aktivieren Richtung 200-Tage-Linie. Ja. Und solange der hier nicht rauskommt per Tagesstoß aus dem Band, ist da schon noch ein bisschen Risiko drin, dass wenn er sich unten verschluckt. Und deswegen habe ich gesagt, bin ich bei 13,20 schon ganz schön am Zocken, das noch als Long-Idee vorzustellen, weil der ist dann schnell auch wieder hier unten. Das mittlere Tagesband haben wir im Bereich um 12.920 rum. Untere Tagesband ist dann schon bei 12.500. Ne? Und ich sag mal, wenn er sich nicht auf den mittleren gestellt kriegt oder auf der 13,60, dann fledert es den halt auch ziemlich schnell dann wieder runter. Da muss man schon aufpassen. Das hat man die letzten Wochen immer mal wieder gesehen. Da kam schlagartig einfach, und wenn es 14,30 mit den amerikanischen Ahnen, mit der US-Vorbörse war, kam ganz schnell Schlag nach unten. Also ich fände es schöner, wenn er sich über 3,50 jetzt dann kurzfristig auch wieder rausgehoben kriegt. Sonst wird er nach unten dann wieder ein bisschen offener einfach, ne? Weil er nach oben zu sehr sperrt. Ja, soweit die Betrachtung. Also wir sind immer noch in der Flagge natürlich, ne? Das soll nicht zu negativ klingen, was ich da gerade im Tagesschart gesagt habe. Ich will eben bloß ganz klar abgrenzen, dass unterhalb von 13,60 für mich schon so ein bisschen die bullische Variante sich schließt, könnte man sagen. Ne? Und dann auf dem Tageschart eben der alte Trend und so weiter wieder nach unten Kraft entfalten kann. Das will ich eigentlich bloß, wollte ich im Tageschart kurz zeigen. Und geht aber über 350, über 300 wieder nach oben raus. Ist sowohl als auf der Ebene als auch im Tageschart dann nach oben hin 4,45, 5,50, das alles wieder drin dann halt. Ne? Weil er dann auch aus dem Band rausgeht im Tageschart und hier natürlich auch. Ja, das wollte ich bloß nochmal abgrenzen. Also, können wir in dem Sinne hier zumachen. Wünsche euch viel Erfolg zum Montag. Gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.